Spielen können. Wir haben heute Morgen schon ein Lied gespielt. Waren Sie zufällig da? Ja. Eine Frage vorweg. Ich habe vor ein paar Jahren, ich bin vor ein paar Jahren mit dem Fahrrad hier durchgefahren und hatte in Kirchdorf eine Reifenpanne. Und da bin ich an unglaublich nette Leute geraten, deren Name aber mir nicht mehr gegenwärtig. Aber die sind nicht hier. Ne? Ist da jemand aus dieser Familie hier? Ja, das war ja ein Hammer gewesen. Das ist, muss so 5 oder 6 Jahre her sein. Ich hatte kein Werkzeug dabei und bin von Bremerhaven nach Klagenfurt gefahren und treffe auf ein Wohnhaus und hatte innerhalb von 5 Minuten Kaffee, Kuchen, die ganze Familie um mich herum. Und der Familienpatron hat mein Fahrrad repariert. Das war unglaublich. Also da habe ich gedacht, na gut, vielleicht sind die zufällig hier. Okay. Also, wir freuen uns, dass wir hier spielen können und bevor wir weitermachen, Sie haben schon gehört, es wird sehr viel in Richtung Swing gehen und dafür habe ich auch die richtigen Musiker dabei. Ich freue mich, dass die zweimal heute mit mir spielen. Am Schlagzeug Gerald Endstrasser. Und ein langjähriger Freund aus Ried im Innkreis, ein fantastischer Pianist und wie Sie hören können, Bassist, denn er spielt mit der linken Hand den Bass. Und das ist für uns super, denn die anderen haben dann mehr Geld, wir sparen uns ja eine Person. Aber er macht es hervorragend und ich keine Bassisten, keine Bassisten da. Aus Ried im Innkreis, Hermann Linecker. Okay, der Hermann Linecker Fankreis ist heute mit dem Bus angereist. Sehr schön. Aus Bremerhaven, aber nicht heute angereist, sondern gerade auf Sommerurlaub in Klagenfurt. Wie seit über 50 Jahren, ganz spießig, bin ich heute hergefahren und möchte ein bisschen für Sie Musik machen. Jörg Seidel, Dankeschön. Der erste Titel war eine Nummer aus der Hitparade, aber aus der Hitparade des Jahres 1927. Und wir machen weiter mit einem Standard und der heißt I Thought About You. And when I pull down the shade,
Jimmy Van Heusen war einer der großen Komponisten
Und der hat einen Titel geschrieben für die Frau seines besten Freundes, die immer, wenn im Studio gearbeitet wurde, Kuchen gebacken hat oder gutes Essen gemacht hat. Und die immer mit einem großen Lächeln ihm begegnet ist. Und er hat quasi für seinen Freund ein Liebeslied geschrieben. Also statt seiner ein Liebeslied für dessen Frau. Deren Name war Nancy. Kurze Zeit später hat Jimmy Van Heusen mit einem Trio bei Frank Sinatra gespielt, anlässlich der Geburt seiner Tochter. Und wie wir wissen, heißt diese Tochter Nancy. Und Frank Sinatra war der festen Überzeugung, dass dieses Lied seiner Tochter gewidmet sei. Und Jimmy Van Heusen hat sich jahrzehntelang nicht getraut, diesen Irrtum aufzuklären. Erst nachdem Frank Sinatra verstorben war, hat er in einem langen Interview zugegeben, dass es nicht die Tochter Frank Sinatras war, die ihn zu diesem Titel inspiriert hat. Aber das Lied ist wirklich ganz großartig. Nancy with a Laughing Face. My Nancy.
über alle Maßen entzückenden Tochter Katharina gewidmet habe. Und zwar als sie 14 war, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, sie ist jetzt 21, wird 22 in diesem Jahr. Und ich hatte das große Vergnügen, sie alleine großziehen zu dürfen. Das war eine unglaubliche Reise, die eigentlich sehr relativ spannungslos blieb, bis sie 14 wurde. Und da war es ruckelig, da ist es ein bisschen bunter und lauter geworden. Und ja, es war spannend. Just zu dieser Zeit kriegte ich Anrufe von Lehrern, also ihre Leistungskurslehrer, haben sich dann erkundigt, warum sie denn nicht in die Schule geht. Ich habe gesagt, wieso, die geht doch morgens um 7:30 aus dem Haus. Ja, die ist ja auch hier. Die sitzt unten auf der Treppe und raucht und wartet, dass endlich Pause ist, damit ihre Freundinnen kommen und damit sie gemeinsam rauchen können. Und just zu dieser Zeit, als es etwas spannender wurde, erreichte mich ein Anruf von Radio Bremen Fernsehen mit der Bitte, mein Trio möge im Rahmen einer Live-Sendung spielen, aber unter der Bedingung, dass meine Tochter einen Titel singen sollte. Denn wir hatten ein bisschen im Internet recherchiert und hatten Videos gefunden. Meine Tochter war damals sehr produktiv, hat innerhalb von wirklich wenigen Stunden sich die nötigen Grundakkorde auf der Gitarre beigebracht und hat quasi jeden Tag ein Lied hochgeladen. Das waren meistens Coverversionen von irgendwelchen namhaften Popsängern, Adele zum Beispiel. Und das Unglaubliche war, dass diese Filme nach 3 Wochen hohe fünfstellige Klickzahlen hatten. 50.000, ja. Meine Filme, 8, 9 Jahre bei YouTube, 314 Aufrufe. Und ich muss gestehen, dass mich zu der Zeit ein bisschen Neid überkommen hat. Und also die hatten sich das gewünscht, dass meine Tochter da was singen sollte. Und ich habe überlegt, okay, was für einen Jazz-Titel soll ein 14-jähriges Mädchen singen? Da ist mir wirklich nichts Gescheites eingefallen. Und ich habe ihr dann einen Titel geschrieben, der so ein bisschen auch beschreiben sollte, was da gerade los war bei uns. Und ich singe das immer noch gerne. Wenn Sie Lust haben, suchen Sie das mal bei YouTube. Da geben Sie meinen Namen ein, Jörg Seidel, mit EL übrigens, preußisch. Und als Beiwort Radio Bremen oder Kati. Und dann finden Sie diesen wirklich guten Clip. Da sieht sie aus wie 18. Visagisten, 3 Leute haben sie da aufgemotzt, aber sie war erst 14. Und der Titel heißt A Girl's Life. She doesn't like to learn for school, but
if she don't, she stays as a fool. She never does the dishes or cleans up her own room. She never hears the dirty clothes whispering a tune. There's nothing that can harm her, nothing that can charm her. She just likes to live a girl's life. When I'm calling, she has no ears. When I'm angry, she's crying tears. Then she calls her girlfriend and talks with her for hours. Laying on her bed, and let the time run forward. There's nothing that can harm her, nothing that can charm her. She just likes to live a girl's life. For sure, there are another thing that she should do. But tiny girls should never work too much, that's true. Does the little for school, that no one can call her a fool. But more she likes to sing and dance and play piano too. She likes to buy some sweet things that never makes her blue. There's nothing that can harm her, nothing that can charm her. She just likes to live a girl's life. Thank you.
Ja, ich verbringe ja, habe ich ja beiläufig erwähnt, meinen 52. Sommerurlaub am Wörthersee. Ich warte eigentlich schon seit 15 Jahren auf die goldene Wiederholungstätergnadel des Landes Kärnten, aber die ist noch nicht gekommen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich da jedes Jahr eine großartige Zeit verlebe. Und das ist natürlich immer im Sommer, Sie merken jetzt schon, ich mache eine thematische Überleitung zum nächsten Lied. Es ist Sommerzeit. We'll be right back.
Ja, vielen Dank. Wir machen gleich praktisch ab jetzt eine 15-minütige.